Was geht, Jungs? Heute möchte ich euch mal eine Geschichte aus meinem früheren Leben erzählen, wo ich noch jeden Tag in der Stadt gechillt habe und Scheiße gebaut habe. Guck mal, du musst dir vorstellen, wir waren eigentlich immer so an einem bestimmten Spot mitten in der Stadt, an so einem Busbahnhof. Da waren auch immer alle anderen Leute, da war es immer so lebhaft. Ich war da also mit meinen Kollegen und da war noch so ein anderer Typ. Wir haben den nur Amigo genannt. Niemand wusste, wie er wirklich heißt. Das war so ein 24-jähriger Spanier, der kein Wort Deutsch konnte. Und ja, wir haben unsere Zeit ein bisschen mit ihm verbracht. Wir haben zusammen gekifft, wir haben ihn ein bisschen verarscht, wir haben irgendwelche Witze über ihn gemacht, die er nicht verstanden hat, weißt du? Und irgendwo war das auch auf so einer Lachkick-Ebene, dass wir das nicht richtig ernst gemeint haben, ihn zu verarschen und so weiter. Wir haben uns auch ab und zu so leicht gehauen, aber irgendwo war auch Ernst dabei. Da war immer so eine gewisse Diskrepanz zwischen uns. Und meine Kollegen haben ihn an dem Tag auch schon gut abgefuckt gehabt, weil sie haben so aus Spaß ein bisschen mit ihm geboxt, haben ihn ein paar Schläge auf seine Schulter gegeben, haben irgendwelche Sachen von ihm geklaut auf lustig. Also der Typ war auf jeden Fall schon gut abgefuckt von uns. Und dann gab es so eine gewisse Situation, wo ich auch angefangen habe, so ein bisschen Faxen bei ihm zu machen. Ich stand ihm gegenüber mit der Boxhaltung, habe ihm ein paar leichte Schläge verpasst, wir haben ihn weiter beleidigt. Ja, Bruder, das hört sich alles so dumm an. Wir waren damals noch so kleine Pisser. Auf jeden Fall haben meine Kollegen mich dann dazu angestiftet, auf Ernst mit ihm zu kämpfen, so dass wir dann quasi hoch aufs Parkdeck gehen, das war direkt daneben. Und dann kämpfen wir einfach miteinander. Und ich war erst so ein bisschen abgeneigt. Ich habe mir gedacht, nein, Bro, was soll die Scheiße, blablabla. Aber dann wurde ich überzeugt. Ich weiß auch nicht. Die haben mir gesagt, ja, ich habe auch schon mit dem gekämpft. Ich habe den easy gefetzt und so. Auf jeden Fall habe ich mich dann darauf eingelassen. Und die haben das irgendwie mit dem geklärt, dass wir beide uns jetzt schlagen werden. Wir gehen also hoch auf das Parkdeck und noch bin ich selbstbewusst. Meine Freunde sagen zu mir, Junge, fick ihn richtig, nimm ihn richtig auseinander. Und das ist auch genau das, was ich vorhatte. Also, meine Kollegen bleiben ein bisschen hinter uns stehen. Und dann stehen wir uns also gegenüber. Ich merke langsam, wie mein Adrenalin ansteigt. Und mein Selbstbewusstsein, das lässt langsam nach, weil ich krieg langsam Angst. Ich gehe schon mit so einer gewissen Unsicherheit in den Kampf rein. Und dann höre ich nochmal meine Kollegen von der Seite schreien, fick ihn, fick ihn. Und dann sind wir aufeinander losgegangen. Ich habe erst probiert, ihn irgendwie mit meinen Fäusten zu treffen, mit ein paar Jabs durchzukommen. Bro, ich konnte eigentlich gar nichts. Ich habe nie in meinem Leben davor geboxt. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe probiert, ihn irgendwie mit meinen Schlägen zu treffen. Und er war ganz gechillt, hat mich einfach mit ein paar Kicks abgewehrt, paar Frontkicks. Ich muss aber auch an der Stelle sagen, das Größen- und Altersverhältnis war absolut unfair, Digga. Der Typ, der war 24. Er war jetzt nicht irgendwie breit gebaut, aber er war halt 1,90 und relativ normal. Ich war skinny fett, ich hatte nicht wirklich viele Muskeln, ich war vielleicht 1,75, ich war 15 zu diesem Zeitpunkt. Und Bro, dieser Typ, er hatte natürlich keine richtige Mühe mit mir. Er hat mir erst die ganze Zeit weiter Frontkicks in meinen Bauch gegeben, dann hat er mir, glaube ich, einen Sidekick gegeben in meine Hüfte. Dann bin ich richtig verzweifelt gewesen, ich wusste gar nicht mehr, was ich tun sollte. Ich habe mir einfach gedacht, komm, ich stürme auf ihn zu und dann probiere ich ihn irgendwie mit meiner Faust ins Gesicht zu treffen, dann geht er vielleicht knock. Ich stürme also auf ihn zu und auf einmal, bam, er spinnt sich einmal, gibt mit seiner Ferse mir so einen clean Kick gegen meinen Kopf und ich fliege direkt auf den Boden. Ich bin zwar nicht direkt Knockout gegangen, aber ich bin auf jeden Fall sehr angeschlagen gewesen. Ich bin direkt auf den Boden gefallen, was soll ich dir erzählen? Und der Typ, er stürzt sich auf mich drauf, nimmt sofort meinen Kopf und nimmt mich so in den Choke rein. Und ich lieg da auf dem Boden richtig verzweifelt, krieg keine Luft mehr die ganze Zeit. Und meine Freunde gehen endlich dazwischen. Und danach war natürlich alles gut, auch wenn meine Freunde sehr abgefuckt auf mich waren. Wir haben nicht weiter mit diesem Typen gechillt, weil das wäre ein bisschen komisch gewesen. Und ich habe mich einfach geschämt für meine miserable Leistung. Und vor allem dafür, dass ich so große Eier vor dem Kampf hatte. Und das Fazit von diesem Video ist, das, was du aus diesem Video hier mitnehmen solltest, spiel nicht eine Person, die du gar nicht bist, Bro. Ich habe probiert, den Kämpfer zu spielen. Ich habe probiert, diese starke Person zu spielen. Aber eigentlich war ich nur ein kleiner Skinny Fat Boy, der absolut keine Skills hatte. Ich war weder stark, noch wusste ich irgendwie, wie man boxt oder kämpft. Du musst damit aufhören, wie ich damals, immer eine Maske aufzusetzen, weil eventuell wird die Maske irgendwann runterfallen und dann blamierst du dich vor allen Leuten. Probier nicht ein Charakter zu sein, der du gar nicht bist, Bro. Es kann nur nach hinten losgehen. Und wenn du dich selbst ohne deine Maske, dein authentisches Ich, wenn du dein authentisches Ich nicht magst,
dann musst du eben daran arbeiten, dass du es magst. Dann musst du eben an deiner Persönlichkeit und an deinem Charakter hart arbeiten. Genauso musste ich das machen. Ich habe danach angefangen, an meinem Körper zu arbeiten. Ich habe angefangen, ins Gym zu gehen und Gewichte zu bewegen. Ich habe mit Kampfsport angefangen und gelernt, mich richtig zu verteidigen und anderen Leuten richtig auf die Fresse zu hauen. Und ich sag dir ehrlich, heutzutage würde ich niemals in so eine behinderte Situation kommen, weil ich war einfach klein, ich war ein Kind damals. Aber wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund nochmal so eine Art Straßenkampf hätte, dann wäre ich auf jeden Fall besser darauf vorbereitet und würde mich nicht so gottlos blamieren wie damals. Bro, du musst einfach authentisch sein. Hör auf, die ganze Zeit so eine Maske aufzusetzen. Das ist erstmal scheiße für die Leute um dich herum, weil du belügst sie. Und aber in erster Linie scheiße für dich selber, weil du belügst dich selber. Du guckst in den Spiegel zu Hause und denkst dir, ja, ich bin das. Und dann gehst du raus und bist was anderes. Genauso war es bei mir früher. Ich bin morgens aufgestanden, habe in den Spiegel geguckt und dann habe ich gesehen, okay, ich bin ein Spasti. Ich habe keine Muskeln, ich bin skinny fett, ich habe keine Ahnung, wie ich mich verteidige. Ich bin einfach ein Loser. Natürlich habe ich das nicht bewusst ausgesprochen, aber es war in meinem Kopf drin, wenn ich in den Spiegel geguckt habe. Und dann bin ich aber rausgegangen mit meinen Kollegen und habe auf Krampf so getan, als wäre ich irgendwie krass, als wäre ich ein ganz besonders harter. Und Bro, ich war es absolut nicht. Und diese Situation hat mich auf jeden Fall mal richtig auf den Boden der Tatsachen gebracht. Und ich hoffe, dir muss sowas nicht passieren. Ich hoffe, du kannst aus meinen Fehlern lernen und jetzt einfach damit anfangen, an deinem Körper zu arbeiten, wenn du es noch nicht machst. Jetzt damit anzufangen, zu lernen, wie du dich selber verteidigst. Das soll es auch schon gewesen sein. Lass ein Follow da, wenn du es noch nicht gemacht hast, weil mein Kanal ist der Kanal für alle ambitionierten Jungs da draußen. Und wenn du das Video bis hierhin geguckt hast, dann bin ich mir sicher, dass du nicht einfach nur irgendeine bedeutungslose Existenz bleiben möchtest, sondern wirklich etwas in deinem Leben erreichen willst. Also scroll kurz runter, drück auf Abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.